Oh, da zwei Bilder von Vogelzeit. Hier sind Acryl auf Papier. Die Technik präsentiert sogenannte Kunstwerke Landschaften. Und Öl auf Leinwand, das ist jetzt gerade dieselbe Technik, kommt auf Leinwand vor. Die Technik ist also Pinsel auf Papier, habe ich entwickelt. Schnelle Pinsel zu entstehen Räume. Aber Sie arbeiten ja nicht nur abstrakt, Sie arbeiten auch figurativ, gegenständlich. Wenn ich jetzt an die Bilder denke, dass Sie sich durchaus auch dem Porträt widmen. Je nach Technik. Also diese Technik, gerade auf Leinwand zu sehen, das ist Bleistiftstapel, klassische Bleistiftstapel in die Malerei. Und mir über den Tag, ich habe die Technik entwickelt, ohne schwarz und braun auf der Palette zu haben. Auf diese großformatige Fläche entstehen abstrahierte Menschenkörper. Ja. Auf diese kleine reduzierte 30x30 Porträts, so dass also die Pinselführung am Ende die ewige Bewegung darstellt und nicht nur abbildet eines konkreten Menschen ist. Also dahinter steckt dieser philosophische Gedanke auch von göttlichen Freiheit. Kosmische Freiheit. Ja. Ich bin mit 22 nach Deutschland gekommen. Und habe ich dann sofort mich fürs Studium beworben, habe ich 16 Einladungen von 16 Kunstakademien, darunter auch aus Düsseldorf. Ja. Aber Weimar war mein Kindheitstraum, also von Bauhaus und Weimar hatte ich Einladung bekommen. Weimar kannte ich natürlich von der Philosophie, von Goethe und Schiller, von der Literatur und habe ich Weimar ausgesucht. Dort habe ich studiert. Vordiplom gemacht, nachher bin ich nach Dresden gegangen, also der Hochschule der Bildenden Künste, habe ich dort in der Malerei Grafik Diplom gemacht und anschließend 2 Jahre Meisterklasse. Ich stelle aus, verkaufe auch oder habe Aufträge, glücklicherweise. Also hinter meine Kunst steckt immer diese Freiheitsgedanke, also alle hier ausgestellte Werke sind Unikate. Also ich bin Freundin von Unikate, weil in unserer Zeit, wo alles so vervielfältigt wird, alles so vorgeschrieben wird, sowohl Meinung als auch was anderes, also möchte ich jetzt nicht aufzählen, muss was Individuelles entstehen und Einmaliges, wie wir halt hier von uns sind. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich sehr. Sehr gut. Ich danke Ihnen. Viel Spaß an die Gunst. Danke. Tschüss.